Hallo, meine lieben Freunde, und wir sind wieder da in Terraria bei der neuen Folge. Und heute ist auch wieder der nette Hippach dabei, Darsteller. Also warte mal, ich habe noch leichte Probleme. Ich lasse das Spiel nicht erkennen. Ja, genau. Ich verstehe nicht, was er damit immer so Probleme hat. Ich kann raustappen, könnte das Spiel nebenbei aktualisieren und bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Ja, habe ich eigentlich auch, aber bei mir wird es unter Aufnahme, ist es weg. No. Bestimmt. Okay. Da jetzt. So. So. Oh. Ja. Aber aufnehmen hast du schon angefangen. So. Ja, ich hab schon angefangen. Also man hat jetzt einfach nur ein schwarzes Bild. Ja, man hatte zwischendurch nur ein schwarzes Bild, aber jetzt bin ich da. Alles gut. Okay. So, heute wird's bei uns ein bisschen heiß hergehen, habe ich das Gefühl. Ja, ich schneide das ein bisschen passend hin. Nicht nur wegen meinem neuen Schwert, nein, wir gehen jetzt in die Hölle. Nochmal. Mhm. Wo muss ich lang? Oh Gott, wo springt ihr denn alle lang? Einfach runter gleiten lassen. Einfach in diesen geraden Gang. Können wir mal alle Gruppe grün gehen? Ach so. Man sieht halt nichts. Ja, das ist nicht. Ja, das ist runter. Egal. Mhm. Alle runter. Ja, du hast dich bewegt. Nee. Doch. Weil du kannst genau runterfallen. Gerade runter funktioniert. Mhm. So, mehrfach getestet. Einholen kann und ein bisschen überhole. Na gut, ich fall gerade runter. Eigentlich ist das echt krank, wie schnell man mit diesem Ding ist, oder? Ja, das geht ein bisschen schneller, ja. Aber das macht dann auch logisch, dass man auch Damage macht, wenn man fällt, oder? Wenn man fällt. Gar nichts. Wie lang ist euer Weg, ey? Ja, ich warte mal auf dich. Bis 3000. Ja. 3000 im Untergrund. Da unten ist neben. Hallo. Er fällt und fällt. Ja. Und jetzt hast du es gleich geschafft. Also. Was machen wir heute in Harten? Was machen wir heute? Ja, du hast ja. Irgendwer Probleme damit? Nö. Wegrasiert. Aua, lass mich hier aus der Hölle. So. Und dann müssen wir zu dir rüber, nehme ich mal an. Oh, hat irgendwer noch so ein Ausfall, vielleicht mal so ein. Hm? Diese komische Voodoo-Puppe mitgenommen von dem Fremden? Nö. Ich hab ja keine, die hattest alle du. Oh, weißt du, was mir gerade eher einfällt? Hey, nicht wegbauen. Ich will schon sagen, wenn ich da gerade. Ich mache mir gerade eher Sorgen. Haben sie überhaupt einen Fremdenführer aktuell bei uns? Nee, haben wir nicht. Ja gut, dann können wir eh wieder hoch. Ja, super. Ich tippe hier nicht hoch. Ach so, ja, das ist eine Idee, ne? Ich habe keinen Trank zum Hoch. Tipp. Hast du einen Rückruftrank? Nö. No. Ein Heiletrank. Okay. Du könntest auch sterben. Dann bist du auch wieder oben. Zum Glück gibt es kein Todescounter. Das wäre. Kann ich in die Lava fallen und sterben, ja, ne? Ja. Zum Glück verliert man nicht alle Items. Ja, zum Glück. 9 Silber und 31 Gold. Ja, naja, irgendwie muss ich doch wieder hochkommen, wenn ich keinen Tränk habe. Ja, gut, okay. Das Einzige, was man halt verliert, ist halt ein bisschen. Geld. Bisschen Geld, bisschen Asche, aber es ist ja auch okay. So, Fremdenführer. Ja, also wir müssen ein Haus bauen. Oh. Will er noch ein Haus? Der will ein Haus. Ein verwöhntes Etwas. Jeder will ein Haus haben. Also, baust du eins, oder? Ja, wenn ich jetzt die grauen Ziegel noch finden würde und Holz. Warum braune Ziegel, hä? Graue Ziegel. Du, ich kann hier oben auch einfach eins draufsetzen, wenn das für dich okay ist. Oh. Dann brauchen wir da nicht so viel. Ach, ich hasse es, wenn das eingestellt ist. So. So. Aber denk dran, so, wenn dann bau so, dass es auch passt dann mit deinem Problem. Weil notfalls, wir können dich später jederzeit umsiedeln. Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Ja,
genau. Also, ja, und achso, da oben dann noch. Ja, mach's nicht ganz zu. Ich hätte jetzt hier Schluss gemacht. Naja, wenn wir Pech haben, kommen eh nochmal andere Leute jetzt hier rein. Wenn wir Pech haben, spawnt jetzt nämlich nicht sofort der Fremdenführer. Oh, das ist nicht gut. Also mach mal hier mehrere Buden rein, oder? Ja, erstmal ja. Macht am meisten Sinn. So. Das ist ja dann easy erledigt. Habe ich noch Holz? Nö. Habe ich nicht. Holz müsste in irgendwelchen Truhen liegen. Und Türen brauchen wir auch noch. Wie gesagt, das ist nicht das Schönste und denke ich, werde ich das so die auch nochmal umbasteln, weil. Ja, weil so wird mein Haus dann nicht aussehen am Ende. Ja, weil irgendwelche NPCs vielleicht dann auch rummeckern, wir werden vermutlich. Also hier ist auf jeden Fall Holz in den Truhen, das kann ich sagen. Das ist gut. Ja, das wäre sweet. Ah, ich habe auch noch ein bisschen was. Holzklappe. Holzklappe bringt mir aber nicht viel. Wo seid ihr da oben? So. Habe ich dazu geschmissen. Cool. Holzklappe. Also, wir bräuchten jetzt vier Türen. Warte, mache ich. Vier Stück. Vier Stück. Aber ich glaube, ich habe noch zwei. Ja, ist zu spät. Habe ich schon gemacht. Gut. Und dann Tische. Ist es nicht windig? Drei Tische, drei Stühle. Ich mache drei Stühle. Okay. Dann mache ich noch drei Tische. Das ist gerade nicht ein windiger Tag, Colin. Mano, warum nicht? Oh, der Drache. Ja, der Drache will bloß nicht. Einfach daneben sitzen, genau. Ich hoffe, jetzt mal, dass die Ausrüstung geeignet. Ja, da sind jetzt die Mechanikern eingezogen. Ist geeignet, perfekt. Geeignet, das ist das Wichtigste, wenn es geeignet ist. Also, wir müssen jetzt erstmal weg, hier. Also, latschen wir einmal ganz kurz einfach weg. Ach so, ja. Weil dann sich die denken, dann, weil sich dann die NPCs endlich mal aktualisieren. Das ist witzig, es reicht wirklich einfach außerhalb der Sichtweite sein. Also, wir können uns wirklich eigentlich jetzt hier, glaube ich, hinstellen. Und können hingucken, ob irgendwelche eingezogen ist jetzt schon. Zumindest ist da oben, Taylor die Mechanikerin angekommen. Das ist schön. Das ist wundervoll. Wir brauchen Fremdführer, ey. Aber mit der könnten wir doch jetzt auch Happiness. Mann, das ist immer noch nicht windig. I'm fine. Okay, dann kann man die würde dann sogar logischerweise hängen bleiben. Ach, den Teleporter hat der anders. Schade. Hä? Später kann man Teleporter kaufen. Was siehst du ja genau, was verkauft die Alte eigentlich? Manche Linsen. Kabel. Ingenieurs Helm, oh. Naja. Hier noch so eine Holzklappe. Nee. Ach, wir müssen ja trotzdem noch weiter weggehen, ne? Bis die anderen Buden voll sind. Ja, das Problem ist immer nur, eigentlich bekommt eine Chat-Nachricht, wenn dieser Fremdenführer erscheint. Ja, warum kommt der eigentlich nicht mehr? Oh, hat sich schon erledigt. Naja, gut. Das heißt, wir gehen jetzt in die Hölle, nehmen eine Voodoo-Puppe. Wenn man davon redet. Schmeißen wir die Voodoo-Puppe ins, in die Lava, dadurch stirbt der Fremdenführer nochmal. Und, okay, da hat er ganz hinten in der Ecke oder wie. Nee, cool. Die einfach beide in den falschen Häusern stehen. Warum in den falschen? Die Häuser von denen ist jeweils ein rechts. Oh, ach so. Ja, ein links von beiden. Ja, das. Ja. Man kann auch, wenn man ins Inventar geht, hast du über diesen Helm-Slot, Helm-Pose-Ding, da hat man Behausungen.
Und da werden einem angezeigt, wer wo überall wohnt. Ach, da oben wohnt die Dryade. Okay, wenn da oben jetzt die Dryade wohnt, was sagt jetzt denn eigentlich hier die nette... Hm? Okay, gut. Die da unten fühlt sich wohl, weil sie nicht so nah dran ist an der Dryade. Und das ist alles in Ordnung. Das ist gut. So, du hast dein... Hast du dein Püppchen? Suche es. Soweit ich weiß, haben wir mehrere Püppchen. Warten wir mal. No, es wird nichts mit dem Drachen, wa? Ja doch, du musst bloß dran glauben. Und laufen. Genau, hier ist ein Dachstab. Warte mal, gerade nichts. Geil, herrlich. Sprengmeister, aha. Sprengmeister, cool. Wo ist der Eske? Der ist unten. Achso. Ja, die spawnen immer ja zuerst da unten irgendwie, warum auch immer. Ja, Fremdenführerpuppe. Ich finde das so witzig, unter jeder dieser fremden Voodoo-Puppen, da steht jedes Mal drunter, du bist ein schlechter Mensch. Ja, dann gehen wir mal nach unten, ne? Ist es windig? Ja, jetzt zu spät. Für windig. Mann, hoch. Dieser Chakra, wie schnell ist der bitte? Weiß ich nicht. Okay, dann will ich jetzt gucken, ob er mich einholen kann, wenn ich mein Mount benutze. Mich holst du auf jeden Fall mal ein. Ich hab die Sounds von dem Chakra nicht mehr. Oh. Gut, ich bin schneller als das Chakra. Schon. So. Okay. Falle. Der Chakram hat sich einfach resettet. Er ist einfach plötzlich mein Münter. Wieder. Okay, ich glaube, ich war zu weit weg. Auf geht's. Also, Plattform. Also wir bräuchten jetzt erstmal einen Weg. Hier ist ein Weg. Doch hier. Längerer. Weil mit ja, jetzt sag nicht, wir müssen wieder was bauen und du hast das vorher nicht gesagt und jetzt haben wir nichts mit. Ja. Ich hab Holz dabei. Der Weg hier nicht lang genug? Das weiß ich nicht. Auch nicht, den freu ich ja. So, komm. Weg. So. Aua. Nee, aber nicht freundlich. Egal, ich hab einen Teleporttrank. Okay, Killer. Läuft. Du weißt, ich krieg keinen Schaden davon. Du musst die ersten 7 Sekunden. Nein, ich komm da nicht rein. Alter. Instant weggesäbelt. Wieso kann ich mich nicht zurück teleportieren? Achso, ich muss gleich den Drang in die Hand nehmen, ne? Ja, und in die Gruppe, ne? Falls es noch nicht ist. Achso, ja. Gruppe. Ja, lässig. Bauen ist manchmal echt beschissen mit dieser. Achso, ich hätte es jetzt gemacht, dass es gerade ist. Ja, nein. Ja. Voll, jetzt hab ich mich irgendwie teleportiert. Einfach kurz zwischendurch auch andere Klappen nehmen. Ich stehe woanders. Okay. Ist das gut? Weiß ich nicht, ich stehe ein bisschen auf der anderen Seite von euch. Oh, ich wurde getötet. Ja, toll. Oh, cool. Ah, ne? Nicht toll. So. Nehmen wir jetzt einfach vielleicht den Fallschacht. Mhm. Dann halt den Weg. Habe ich noch? Oh, ich habe genau noch eine Klappe. Ist das nicht ehrlich? Ich hab hier.
Oh, er sammelt das Gold. Ja, na sicher, sammle ich das ein. Guck mal, das ist ein Artgenosse. Nö, nicht mehr. Bombe, cool. Ja, und weiter? Oh, da sinkt aber einer ab. Alles ist in Ordnung. Mhm. Arschknapp. Ich mit meiner Kiste stehen. Mach diese Kiste. Und jetzt ist halt diesen Schlüssel. Ornate Shadow Key. Also das, dieses Bolzen-Ding ist schon mächtig, oder? Hm. Warum macht dieser Imp nichts? Ich weiß es auch nicht, dem war langweilig. Ich stand da einfach nur und guck zu. So, warum brauchen wir so viel Platz? Weil der Boss Leben hat. Und wir vielleicht... Naja... Und das sind Probleme hätten? Ach so, ja, ich weiß es ja nicht, du. Ich hab das Spiel noch nicht durchgespielt. Da war ja was. Kann man das mit dem Hammer so machen, dass es gerade ist. Ach so, ja. Läuft. Hibach, ne, das Spielzeug. Ja, ne? So. Das. Mhm. Was ist das Sound für ein Vieh? Ein Wurm. Unter uns Lava. Naja, so wenig. Okay, kommt ihr? Jetzt auf einmal. Ja. So. Da und. Jetzt hier runter oder was? Ja, hier wo ich bin. Wow. Jo. Ah. Nein! Spawn von der falschen Seite! Das ist ein bisschen scheiße für uns, ne? Ja gut, das müssen wir improvisieren, würde ich mal sagen. Und nicht dahinter, du wirst automatisch von vorne. Ja, ich merk's gerade. Wie kommen wir jetzt da auf die andere Seite? Weil ich wurde getötet. Ach so, kommen wir auf die andere Seite. Komm, ja. Wenn man getötet wird. Ja gut, okay, aber das ist nicht Sinn. Warum nicht? Der dreht doch bestimmt um, oder? Nein, die dreht nicht um. Scheiße. Aber wenn ihr in der Reichweite wird, werdet ihr hingezogen. Oh nein, jetzt fängt diese Scheißvieh schon an zu kotzen. Ja. Genau. Achso, ja, oder so. Magisch. Das war Fernkampf, weil. So viel Fernkampf habe ich nicht. Okay, cool. Na, da unten. Nein! Nein! Aua. Kann ich mich denn nicht teleportieren? Scheiße, hier geht's nicht weiter. Come on, danke. Alter. Das ist ja ein räudiges Vieh. Ja, wir sind danach, hey, sei doch froh, danach wird noch alles noch schwerer. Na toll. Ja, aber die andere Seite wäre natürlich besser gewesen zum. Ja, so ein bisschen, oder? Ah, cool. Ja. Cool, wir haben jetzt einen Fremdenführer. So. Wir müssen weiter von euch weg. Ein bisschen. Ja, gut, bei mir ist es halt einfach aktuell nur so: Leben ist halt kritisch gerade eben. Ich kann aktuell nicht H drücken. Kannst du nicht? Nein, kann ich nicht. Lass mich hier durch. So.